Ja, guten Abend, liebe Ringvorlesungsgruppe hier. Bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung. Heute Abend wird im Ivar-Lewer-Haus ein Film zur Residenzpflicht gezeigt und wir wurden gebeten, darauf hinzuweisen, dass es 20 Uhr stattfindet, statt 19:30 Uhr. Und es werden von hier auch Leute dahin gehen, also wer das da irgendwie was mit zu tun hat, kann da einfach mitkommen. Und dann geht's los mit dem letzten Vortrag der Ringvorlesungsreihe. Nächste Woche wird ja die Podiumsdiskussion schon stattfinden. Dazu werden auch nochmal Plakate ausgehängt und Mails rumgeschickt. Und heute wird Frau Dr. Eva-Maria Hubert von der Money Network Alliance uns was zu Geld als Sozialtechnik erzählen. Sie beschäftigt sich seit langem mit Komplementärwährungen und ich denke, das wird eine sehr spannende Angelegenheit. Schön, dass Sie da sind. Danke, lieber Michael Soborowski, für die liebenswürdige Einführung meiner Person und für die nicht minder liebenswürdige Einladung hierher nach Bayreuth. Ich bin gerne gekommen, um die Arbeit zu unterstützen, ich habe es schon gesagt, die der Arbeitskreis Plurale Ökonomik macht. Ich möchte jetzt das ganze Auditorium begrüßen. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen. Ja, mein Thema ist Geld als Sozialtechnik am Beispiel der Komplementärwährung. Was habe ich vor? Ich möchte eben kurz das Problem skizzieren, dann anreißen, was wir über Geld wissen, wie ich auf diese verrückte Idee gekommen bin, Geld als soziale Technik zu betrachten. Dann wollten wir klären, vielleicht, was komplementäres Geld ist, was Geld als Sozialtechnik bedeutet und die Gestaltelemente einer Währung. Dann werden wir sehen, dass sich ein Möglichkeitenraum öffnet. Wir werden sehen, wo man Lösungsansätze finden kann. Und dann kommt eine, ich verspreche es, ganz kurze Zusammenfassung. Das Problem ist, dass wir ein Ungleichgewicht fühlen. Wir fühlen, dass der Geld- und Finanzsektor dominiert, sehr viel dominiert, und wir haben den Eindruck, da sind Systemstörer am Werk. Allerdings können sie das System nur stören, wenn das System auch störanfällig ist. Das ist die Voraussetzung. Und dabei ist dann eben die Frage, welche Rolle spielen Geld und Währung? Sie sehen hier ein Gesellschaftsmodell. Ich habe es weiterentwickelt aus der sozialen Dreigliederung von Rudolf Steiner, das für manche Probleme keinen Blick hat. Es ist eben einfach ein Modell Anfang des 20. Jahrhunderts. Er unterteilt in den Wirtschaftssektor, in das Wirtschaftsleben, in das kulturelle Leben, den Sektor des freien Geisteslebens nennt er es, und in den Sektor des Rechts- und Staatslebens. Ich habe hier den Wirtschaftssektor unterteilt in Geld und Finanzen und reale Wirtschaft. Dann das freie Geistesleben unterteilt in Kultur und Bildung und die gemeinsamen Regeln dem Rahmen zugewiesen und die natürliche Umwelt auch. Rudolf Steiner hat diese natürliche Umwelt konstant gehalten. Er hat sie einfach als Voraussetzung genommen, an dem die Menschen nichts ändern können. Dass das nicht so ist, das haben wir gelernt. Und wir sehen hier, dass der Finanzsektor außer Rand und Band geraten ist. Er überwuchert alles andere. Er beeinflusst die reale Wirtschaft, Kultur, Bildung und auch den sozialen Sektor. Über den Lobbyismus beeinflusst er die Rahmenbedingungen und die Monetisierung der natürlichen Umwelt, über die wissen wir alle Bescheid. Ich nenne dieses Modell, ich habe noch keinen abschließenden Namen gefunden, ich nenne es mit meinem Arbeitstitel als mein Helium-Modell, und deswegen ist da oben in der Ecke dieses kleine Symbol. Es ist einfach ein Versuch, das darzustellen. Ja, was wissen wir über Geld? Die herkömmliche Ökonomik sagt, dass es ein privates Gut ist, über das wir alle selber, soweit es in unserem Eigentum sich befindet, bestimmen können,
dass es gleichzeitig ein öffentliches Gut ist und das ist notwendig, dass viele Leute daran teilnehmen, sonst würde es nicht funktionieren. Geld ist, und das ist uns allen klar, denke ich, eine ganz geniale Erfindung. Nur mit Geld ist die Arbeitsteilung möglich geworden. Der Meinung bin ich, die würde ich vertreten, darüber haben wir heute schon gesprochen. Und nur über arbeitsteiliges Wirtschaften können wir so viele Menschen überhaupt ernähren und ja, versorgen. Universaltechnologie sagt, also General Purpose Technology, sagt, dass eine solche Technik mit ihrer Einführung das Leben jedes Einzelnen und auch das gesellschaftliche Leben verändert. Und wer wollte das leugnen? Geld steht damit für mich auf einer Stufe mit der Erfindung des Rates beispielsweise oder der Elektrizität. Gleichzeitig ist Geld auch ein ganz, ganz starker Motivator. Warum? Naja, es erlaubt uns, Konsumentenfreiheit, die freie Wahl zu haben. Aber das ist eigentlich nicht der tiefe Hintergrund. Viel tiefer ist, dass Geld als soziales Ein- und Ausschlussinstrument funktioniert. Und da wir Menschen Gemeinschaftswesen sind, soziale Wesen, ist es sehr notwendig, dass wir eingeschlossen sind und eben nicht aus dem Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ausgeschlossen werden. Viele Dinge sind aber nur gegen Geld möglich. Und dann ist es noch ein Verteilungsinstrument. Wie meine ich das? Das ist einmal natürlich der sehr offensichtliche direkte Weg bei Geldleihe von Schuldner zu Gläubiger. Das meine ich hier aber nicht. Was ich hier eigentlich thematisieren möchte, ist ein viel tiefgreifender Mechanismus über den Preis- und Zinskanal. Meine Damen und Herren, Sie wissen alle, dass sämtliche Kosten in den Preisen eingepreist werden. Man schätzt, dass die Finanzierungskosten bei den totalen Kosten ungefähr mit 20-30% enthalten sind. In Einzelfällen geht es auch noch weit darüber hinaus. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass jemand da ist, der sein gesamtes Einkommen aufwenden muss, um den täglichen Bedarf zu decken, zu konsumieren, dann ist indirekt über die Preise sein Einkommen mit diesen 20%, eventuell auch mehr, belastet. Und wenn wir jemanden anderes daneben stellen im Vergleich und uns vorstellen, er braucht nur 10% seines Einkommens für den täglichen Bedarf zum Konsum, er hat eine Konsumneigung von 0,1, dann ist dieses Einkommen nur mit 20% von 10%, also mit 2% im günstigsten Fall belastet. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu Ende. 90% seines Einkommens hat er noch, die kann er sparen, die kann er anlegen und kann Einkommen damit generieren. Und dann sehen Sie, was passiert, ununterbrochen, ohne dass wir es merken, sehr leise. Es ist eine Umverteilung von Konsument zu Vermögenseigentümern, Geldvermögenseigentümern. Wir sehen also, wenn wir diese Liste, die könnte man sicher noch weiter fortsetzen, wenn wir diese Liste anschauen, uns vor Augen führen, dass ein ganz tiefer Einfluss auf unser individuelles und soziales Leben vom Geld ausgeht, von jedem Geld. Und hier ist der Ansatz für komplementäre Währungen, die eben ein anderes Geld sein wollen. Was ist komplementäres Geld? Also zunächst einmal ist es Geld und nach der deutschen Denktradition wird definiert, dass alles das Geld ist, was Zahlungsmittel, Rechenmittel und Wertspeicher sein kann und zwar unabhängig davon, ob es das alles sehr gut ausübt. Es geht darum, dass es das potenziell ausübt. Dazu ist wichtig, dass diesem Gut auch von der Gesellschaft die Eigenschaft, Geld zu sein, zugewiesen wurde. Das gehört zusammen. Das ist sozusagen die institutionelle Flanke. Eine komplementäre Währung will eine Ergänzung nur sein
zur gesetzlichen Währung, deswegen komplementär. Es ist also nicht unbedingt das Gleiche wie eine alternative Währung, ich bin es vorhin auch gefragt worden, aber mir ist es wichtig, dass es hinzutreten soll. Es soll nicht die gesetzliche Währung verdrängen, sondern es soll eine Ergänzung sein. Darum geht es. Anders als die gesetzlichen Landeswährungen mit Annahmezwang erlaubt komplementäres Geld nicht eine eigenständige Geldquelle und Einkommensquelle daraus zu entwickeln. Also man kann hier nicht mit Geld mehr Geld verdienen. Und es ist auch so konzipiert, dass es kein Machtmittel sein kann. Wir haben gelernt im Umgang mit komplementären Währungen, dass es vorgetane Arbeit ist, so etwas, Arbeit steckt immer dahinter und ich habe es genannt eingedickte Lebenszeit, also da ist auch immer Lebenszeit damit verbunden. Und es verbrieft einen Anspruch. Joseph Beuys als Schüler von Rudolf Steiner nennt es im Zusammenhang mit seiner Arbeit in der sozialen Plastik ein Rechtsdokument und er weist ihm das als Hauptfunktion zu. Ja, und dann könnten wir hier noch rumgehen und sammeln und ich würde Sie fragen, was ist für Sie Geld oder was wäre für Sie komplementäres Geld? Für mich, da würden wir einiges finden. Mein Gedanke war, wenn Geld so tief unser Leben beeinflusst, dann könnten wir es vielleicht auch umgekehrt aktiv verwenden, um unser Leben zu verändern, das gesellschaftliche Leben zu verändern. Und so bin ich auf den Gedanken verfallen von einer Sozialtechnik zu sprechen. Eine Technik ist definiert als ein Set von Mitteln, die zur Zielerreichung eingesetzt werden und hier sind eben die Ziele, die Gestaltung der Gesellschaft und die Mittel sind die Gestaltelemente, so habe ich es genannt, des Geldes und sehr gelehrt klingt Währungsmorphologie. Wir könnten auch sagen, es geht einfach um das typische Profil einer Währung. Und wer kann das machen? Ich denke, das können wir alle machen, Sie und ich, wenn wir gesellschaftliche Gruppen bilden oder auch, indem wir mit öffentlichen Einrichtungen zusammenarbeiten. Und nun werden Sie fragen, was sind diese Gestaltelemente einer Währung? Da gibt es auch ganz viele, aber auf diese 7 kommt es meiner Ansicht nach entscheidend an. Da ist einmal die Instanz, wer schöpft das Geld und dann die Technik, wie geschieht das, wie wird Geld geschöpft. Das kann auf verschiedene Ebenen passieren, auf verschiedene Arten. Wie ist das Geld gedeckt, wie ist der Währungsraum definiert, wer sind die Teilnehmer, wie wird der Geldkreislauf organisiert, gesichert, dass das Geld auch seine Arbeit tun kann und welche Rolle spielen die Geldpreise. Wenn wir diese Elemente anschauen, erscheint diese typische Gestalt, die Morphologie einer Währung, eben auch einer komplementären Währung. Und ich möchte jetzt auf die Punkte einzeln eingehen. Bei der Geldschöpfungsinstanz ist das nicht so nur so denkbar, wie wir es jetzt erleben, dass im Wesentlichen eine zentrale Geldschöpfungsinstanz da ist, beziehungsweise das Bankensystem insgesamt schöpft, das haben Sie alles gehört, sondern Geld kann auch dezentral geschöpft werden und komplementäre Währungen zeichnen sich gerade dadurch aus. Das Dezentralste sind die LED-Systeme, die Tauschkreise, da kann jeder Geld schöpfen über den Weg des wechselseitigen Kredites. Also wir würden in Austausch treten, Sie würden bei mir, ja, mögen Sie den Rasen mähen und ich würde bei Ihnen die Fenster putzen und ich weiß nicht, wie Sie in Austausch treten. Jedenfalls, wir verrechnen dann die Zeiteinheiten miteinander. Das ist das Prinzip und haben in dem Moment Geld im wechselseitigen Kredit geschöpft. Dann ist natürlich die Frage, wer ist der Eigentümer? Ist das eine öffentliche oder private Institution? Wird demokratisch kontrolliert oder nicht? Ich denke, jeder, der sich mit Demokratie ernsthaft auseinandergesetzt hat, merkt, dass das wichtig ist, ganz wichtig. Dann geht es um die Aufgabenverteilung und die Verantwortlichkeiten. Muss diese geldschöpfende Instanz noch weitere Aufgaben übernehmen? Haben wir ein Einstuf- oder ein Mehrstufensystem? Und
Soll diese Institution zwingend eine Bank sein, eine öffentliche Einrichtung, oder kann das eben auch eine private Institution sein, wie Genossenschaften, Vereine oder auch Firmen? Ich halte dieses Gestaltelement für besonders wichtig. Und jetzt kommt etwas, mit dem ich Sie vielleicht provoziere. Um die beiden Möglichkeiten in Reihenform herauszustellen und sie gegeneinander abzuheben, habe ich hier unterschieden in schuldengeschöpftes Geld und guthabengeschöpftes Geld. Das sind die zwei prinzipiellen Möglichkeiten. Im Wirtschaftsstudium hört man das nicht, aber ich sage es jetzt, das ist so. Dazwischen gibt es viele Variationen und Kombinationen, und beispielsweise das Fiat-Geld hat starke Anteile auf der guthabengeschöpften Seite, ist aber auch eine Mischform. Jedenfalls wird schuldengeschöpftes Geld durch Geldleihe oder Kredit geschöpft, das machen die Geschäftsbanken. Dann ist die Gläubigerposition bei der Schöpfungsinstanz, und diese Schöpfungsinstanz hat dann natürlich auch ein Interesse daran, Zinsen zu nehmen. Es ist von Anfang an dieses Geld mit Zinsnahme verbunden. Es ist ein knappes Geld, so wie wir es kennen, wie es uns auch unterrichtet wird. Und es verschwindet, das wissen wir alle, die sich damit beschäftigt haben, durch Kredittilgung. Ganz anders bei guthabengeschöpftem Geld. Und da ist Positive Money, wie Sie es vielleicht gehört haben, sehr nahe dabei. Da ist die Schöpfung durch Gutscheine oder Gutschrift bzw. durch schlichtes Versprechen. Damit ist die Schöpfungsinstanz in der völlig gegengesetzten Position, nämlich in der Schuldnerposition. Und dieses Geld kursiert von Anfang an erstmal ohne Zinsnahme. Es ist genügend vorhanden, so viel wie eben der Emittent ausgeben will, und es verschwindet durch Einlösung oder Lastschrift. Also wirklich zwei Extreme. Die Gelddeckung kann, das ist naheliegend, entweder real sein, über Rohstoffe, über einzelne Güter, Körbe. Interessant sind ökologische Währungen, die decken wollen, die Projekte existieren, mit erneuerbarer Energie und mit Einheiten an Frischwasser. Eine solche Währung hat natürlich eine ganz andere Implikation. Daneben gibt es andere Deckungsformen, zum Beispiel über eine andere Währung oder einen Währungskorb, über bewertete Lebenszeit, wie ich es eben gesagt habe, in den Systemen, in der sozialen Währung, wechselseitigen Kredit. Dann gibt es das Leistungsversprechen. Bei Regionalgeldern wird das auch manchmal gemacht. Und in jedem Falle ist notwendig gegenseitiges Vertrauen. Wichtig ist, dass die Deckung in jedem Falle der Zielsetzung, die wir haben, wenn wir ein solches Geld kreieren wollen, haben. Das muss zueinander passen. Und ebenso ist es mit dem Währungsraum. Der kann geografisch definiert sein, wie die gesetzlichen Währungen, national oder international. Es können auch lokale oder regionale Währungen sein. Sie sehen hier die Landkarte mit den Mitgliedern des Regiogeldverbandes e.V., der in den deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz Mitglieder hat. Es gibt ungefähr 30 im Moment emittierende Initiativen, und ungefähr 20 sind im Wartezustand, die sind noch in der Vorbereitungsphase. Das wechselt von Zeit zu Zeit, da gibt es Fluktuationen. Aber diese Währungen sind lokal bzw. regional definiert und nur begrenzt konvertibel. Es kann auch ein sozial definierter Raum sein, die Nachbarschaft, nur ältere Bürger, da komme ich noch drauf. Es können Netzwerke sein, und natürlich auch, es kann ein virtueller Raum sein. Sie haben vielleicht mitverfolgt, im Rahmen der Zypernkrise, als der Euro dort in Zypern knapp wurde, haben die Geschäftsleute oder viele Geschäftsleute eine weitere Möglichkeit gefunden. Sie verwenden jetzt Bitcoins. Und zwar mit großem Erfolg, soweit ich es weiß. Sie sind einfach umgestiegen. Da sieht man, dass eine komplementäre Währung schon an diesem Beispiel hilfreich sein kann.
Ja, und dann sollte natürlich zur Zielsetzung auch die Teilnehmer, der Teilnehmerkreis passen. Bei den gesetzlichen Währungen ist einfach jeder Nutzer Teilnehmer. Das gilt auch für komplementäre gesetzliche Währungen, wie es vorgesehen war mit der Einführung der Drachme oder in Finnland mit der Marka. Das waren Vorschläge 2012, als die Krise so sehr gedrängt hat. Das wären gesetzliche komplementäre Währungen gewesen. Das gibt es also auch. Die LED-Systeme, wie wir es vorhin hier durchprobiert haben, sind nur Konsumenten in der Regel Mitglieder, bei den Barterclubs Gewerbetreibenden. Dann gibt es eben Vereins- und Clubwährungen, dazu gehört das Regionalgeld, aber vielleicht war auch jemand schon mal in Ferienclubs, im Club Mediterranee und hat da erlebt, wie eine komplementäre Währung dort eingesetzt wird. Dann können Unternehmen eine komplementäre Währung herausgeben, mit ihren Kunden zusammen betreiben. Das werden als kommerzielle Währungen, werden diese bezeichnet. Bekannt sind beispielsweise die Punkte der Deutschen Bahn AG oder die Lufthansa, Miles & More, und da gäbe es ganz viele weitere Beispiele. Interessant ist der letzte Punkt. Das ist ein Punkt, da sind die komplementären Währungen. Ja, die haben einen breiten Teilnehmerkreis akquiriert. Es sind die Einwohner in einer Gemeinde oder in einer Region, aber die Gemeinden nehmen auch teil und andere öffentliche Einrichtungen. Und interessant ist, dass das besonders erfolgreiche Initiativen sind. Dazu zählt der Talente-Tauschkreis in Vorarlberg, eine Kombination zwischen Regionalgeld, zwischen einer sozialen Währung wie ein LED-System, aber auch zur Alterssicherung, zum Aufbau einer vierten Säule der Alterssicherung, eine Zeitwährung. Und das KISS-System in der Schweiz gehört auch dazu. Das ist genau auch solche Altenpflegewährung, die in Obwalden, in Luzern und, jetzt weiß ich es nicht, möchte nichts Falsches sagen, in Sarnen war der dritte Ort, schon eingeführt sind. In Luzern war der dritte Ort, also Luzern, Sarnen und, ja. Und in St. Gallen gibt es ein ähnliches System. Dazu muss man wissen, dass in der Schweiz ein Pflegeplatz pro Monat 9.000 bis 9.500 Schweizer Franken kostet. Und selbst wohlhabende Schweizer können dem nicht sehr lange standhalten. In der Schweiz ist nun das soziale Auffangsystem so, dass erst die Wohngemeinde und in zweiter Linie dann in letzter Instanz die Herkunftsgemeinde für denjenigen sorgen muss. Und die Gemeinden, die eigentlich sehr gut gewirtschaftet haben, sehen sich jetzt riesigen finanziellen Problemen gegenüber. Und auf diese Weise haben sie sich entschieden, andere Systeme in Augenschein zu nehmen, und dazu gehört eben dieses KISS-System. Wichtig ist, darauf möchte ich hinweisen, dass in jedem Falle eine kritische Masse an Teilnehmern teilnehmen muss, sonst funktioniert das nicht. Und was sich bei dem Regionalgeld in Stuttgart herausgestellt hat, das ich mitgegründet habe und das im Moment in einer Ruhephase ist, wir überlegen gerade, wie es weitergeht, es kommt auf die geografische Dichte an. Also das ist das Problem in ganz vielen Großstädten, deswegen hat es komischerweise in ländlichen Gebieten funktioniert mit den Regionalgeldern und in Großstädten nicht. Die einzige Ausnahme, wo es funktioniert, ist Kassel, aber da ist es im Wesentlichen eine Stadtteilwährung. Warum? Weil einfach zwar genügend Mitglieder da waren, auch genügend Gewerbetreibende, im Beispiel in Stuttgart, aber ein Weg wäre ungefähr eine halbe Stunde gewesen, um da nun diese Währung einsetzen zu können. Und das konnte ich also mit meinem Umweltgewissen nicht wirklich vereinbaren und viele andere auch nicht. Also diese Dichte, das haben wir einfach erkannt, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und hier ist der Geldkreislaufbrunnen in Aachen. Es geht um die Organisation des Geldkreislaufs. Und wir sehen hier zwei Menschengruppen.
Der Brunnen sieht so ganz harmlos aus. Auf der einen Seite ist eine Gruppe von 4 Personen. Wir sehen im Hintergrund da eine Frau, die hat gerade ihren Wocheneinkauf vielleicht gemacht und sie zahlt ihren, ja in Hamburg würde man sagen, Grünhöker, also ihren Gemüsehändler. Und der gibt das Geld weiter an seinen Großhändler. Und dann ist da noch ein Vierter, der möchte auch mitmachen, der möchte vielleicht arbeiten beim Großhändler. Er kann aber an dem Kreislauf nicht mit teilnehmen, denn der Großhändler hat es in die Tasche gesteckt. Dieses Geld ist dem Kreislauf entzogen und der Gegenüber, der sich da so vergeblich bemüht, ist der Bettler. Er ist ausgeschlossen aus dem Wirtschaftskreislauf und wer weiß, wie weit auch aus dem Sozialleben. Hier hat der Künstler die Situation der großen Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts darstellen wollen. Auf der anderen Seite sind auch 2 Personen, Vater und Sohn, und auch diese kleine Gruppe sieht so harmlos und niedlich aus, so nett aus, so sympathisch. Der Vater guckt liebevoll zum Sohn, der da mit den Füßen im Brunnen panscht und rumpatscht und spielt. Und möglicherweise ist der Hintergrund aber auch hier gar nicht harmlos. Dieser Vater liebt seinen Sohn und trifft Vorsorge für seine Familie, für seinen Sohn. Er spart, er schließt eine Lebensversicherung ab, er spart in einem Fonds, hat vielleicht andere Geldanlagen gewählt in irgendwelchen synthetischen Produkten. Wie auch immer, jedenfalls ist dieses Geld auch dem realen Kreislauf entzogen. Das ist in dem Finanzkreislauf und kreist dort. Es ist nicht so, dass die Umlaufgeschwindigkeit gering ist, sondern es ist einfach dem Kreislauf entzogen. Das ist das Problem. Es ist weniger ein Problem der Umlaufgeschwindigkeit, sondern es ist dieser Entzug. Die reale Wirtschaft üblicherweise steuert den Geldkreislauf mit Zinssätzen, wechselnden Zinssätzen und Inflationsraten. In der Finanzwirtschaft wären es Umsatzsteuern, also Finanztransaktionssteuern, bestimmte Regeln und Restriktionen, wie sie jetzt vorgelegt werden und immer mehr besprochen werden. Anders geht es bei den komplementären Währungen. Da werden zeitabhängige Gebühren, also eine Art Nutzungsgebühr, erhoben. Man nennt das Demurrage. Manche Leute sagen auch Negativzinsen, aber in Wirklichkeit sind es keine Zinsen. Es sind wirklich Gebühren, da kriegt man was dafür. Und natürlich haben die komplementären Währungen auch relativ spezielle Regeln. Und hier der 7. und letzte Punkt. Es geht um die Geldpreise. Wir haben hier ein Beispiel aus Anlegersicht. Es geht um eine Kapitalanlage von einer Geldeinheit, die über 30 Jahre angelegt werden soll. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Einen stationären Zustand, wenn alles sonst gleich bleibt, erreichen wir, wenn keine Zinsnahme erfolgt oder auch wenn der Zinsertrag zum Konsum entnommen wird, wie es selbst Martin Luther erlaubt hat, als das Zinsbücherlein der Witwen und Waisen. Also wenn man keine andere Möglichkeit hat, ein Einkommen zu generieren, dann hat er die Zinsnahme in diesem Fall erlaubt. Wichtig ist, eine Geldeinheit, das Kapital geht zurück und geht hin und nach 30 Jahren kommt diese Geldeinheit wieder zurück und die Geschichte ist aus. In einer zweiten Möglichkeit würden wir einfach einen Zins nehmen, also nur das Kapital verzinsen mit 5%. Dann sehen wir einen linearen Anstieg, einen Wachstumszustand. Und die Wachstumsrate wird mit der Zinsrate übereinstimmen. Dann würden wir eine Geldeinheit hingeben und 2,5 Geldeinheiten zurückgeben, also zurückbekommen. Die eine Geldeinheit unser Kapital und 1,5 Geldeinheiten wären der Zinsanteil. Aber der Zins, ich betone das, nur aufs Kapital selbst. Die dritte Situation ist ein bisschen anders.
das ist hier die blaue Linie, wenn wir den Zins weiter verzinsen, also nicht nur das Kapital verzinsen, sondern Zinseszins nehmen. Wieder 5%, eine Geldeinheit hin, 4,3 Geldeinheiten gehen zurück, kommen zurück. Das ist eine Geldeinheit, das Kapital, 1,5 die akkumulierten Zinseinnahmen, also aufs Kapital, und 1,8, das ist der größte Anteil, sind Zinseszins. Und das Ganze spielt sich ab mit einer wachsenden Beschleunigung. Es ist nämlich ein exponentielles Wachstum. Wenn wir die Zinssätze erhöhen, wie es in den beiden anderen Beispielen ist, dann sehen wir es noch deutlicher. Hier stellen sich viele Fragen. Wie kann einem solchen Anspruch auf Dauer stattgefunden, wie kann dem standgehalten werden? Entweder indem natürlich Vermögen einfach auch wieder vernichtet werden oder eben durch dauerndes Wachstum. Hans-Christoph Bielanger spricht von Zinseszins, von dieser Zinsnahme als Wachstumszwang, also Wachstumsantrieb. Und dass das problematisch ist auf die Dauer und mit wachsenden Raten, also das ist ein Problem. Hier ist aber der nächste Gesichtspunkt wichtig, das ist nämlich die Gegenseite. Also wir hatten eben die Akkumulation unseres Vermögens und hier haben wir die Akkumulation von Schulden. Ich habe das Beispiel der Bundesrepublik Deutschland gewählt, die öffentlichen Schulden. Und wir sehen, dass es eine exponentielle Entwicklung gegeben hat von 1950 bis 2013 und zwar in einem Kanal zwischen 9% und 10% und wenn man da unten im steilen Bereich ist, vielleicht auch 11%. Der aktuelle Stand ist im Moment, vor einer Woche gewesen, 2,08 Billionen Euro. Und das sind nicht alle Schulden, sondern es sind nur die Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden. Und da stellt sich eben die Frage, können wir dem standhalten? Sind wir auf dem Weg in die Schuldenfalle oder ist Deutschland bereits drin? Wir zeigen mit dem Finger so gerne auf andere Länder, aber bedenken Sie, meine Damen und Herren, Frankreich, wir haben einen Schuldenstand anteilig gerechnet zum Bruttoinlandsprodukt von ungefähr 84%, soweit ich weiß. Bei Frankreich liegt es bei 87% und wir fühlen uns ja doch so viel besser als unsere Nachbarn. Also da sollten wir wirklich eiligst drüber nachdenken. Dann sehen wir noch etwas und das ist eigentlich für einen Wirtschaftshistoriker total spannend. Sie sehen nämlich kondensiert die Wirtschaftsgeschichte der Bundesrepublik nach dem Kriege, gespiegelt in den öffentlichen Finanzen. Sie sehen die kleine Krise mit Arbeitslosigkeit 1968. Ich erinnere mich, ich war Kind und da war also große Aufregung, weil die Arbeitslosenzahl etwas hochging. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war, aber es war eine große Aufregung. Und es kamen dann diese Stabilitätsgesetze und da hat man keynesianisch gegengesteuert mit der Globalsteuerung. Gut, und das wurde dann wieder zurückgeführt. Dann sehen Sie den Anstieg im Zusammenhang mit OPEC 1, 2, 3. Da gab es auch jeweils eine Erhöhung der Arbeitslosigkeit, die sich eben mit den erhöhten öffentlichen Ausgaben spiegelt. Dann sehen Sie, dass sich die Situation wieder konsolidiert hat. Die Bundesrepublik hat damals Ende der 80er angefangen zu privatisieren, also sprich Tafelsilber zu verkaufen. Dann kommen die Kosten der Wiedervereinigung. Das ist ja enorm. Und auch das konnte wieder ein bisschen konsolidiert werden durch die Versteigerung der UMTS-Lizenzen und so weiter, dieser Verkauf ging bis 2010. Wir sehen dann die Dotcom-Krise mit der Arbeitslosigkeit, dann hat sich es wieder konsolidiert, dann sehen wir die Finanzkrise und der letzte steile Anstieg da, dieses kleine, ist einfach die Euro-Krise. Und ich sage es nochmal, es sind nur die Schulden von Bund, Ländern und Gemeinden, keine Sondervermögen. Das ist ein Ergebnis einer eigenen Recherche. Das sieht ein bisschen kompliziert aus, aber
Es ist eigentlich ganz einfach. Nachdem die Geldfunktionen so genau erforscht sind, Peter Bofinger hat das insbesondere getan, hat mich interessiert, wie sieht das mit der Funktionalität des Zinses aus, der so widersprüchlich in unserer Geschichte, auch in der Ethik, in der Philosophie betrachtet wird und eben die Ökonomen dann ihre eigene Meinung haben. Ich habe das untersucht, soweit ich es konnte, und mehrere Aspekte untersucht. Einmal den zeitlichen Aspekt, die kurze und lange Frist, und dann den betriebswirtschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Aspekt, die Einzelwirtschaft und die Gesamtwirtschaft. Als überzeugte Ökonomin war die erste Funktion natürlich die Informationsfunktion. Es ist eine Preisgröße und die ist ja rundherum positiv zu bewerten, wenn man im normalen ökonomischen Rahmen argumentiert, ob tatsächlich die Preise rational entstehen, wie wir das jetzt, die Zweifel, wie wir immer größere Zweifel jetzt haben können und berechtigte Zweifel, das ist hier nicht eingefangen. Interessant ist die Funktion 24. Ich hatte das schon angesprochen, den Antrieb für Wachstum. Kurzfristig einzelwirtschaftliches Wachstum, ja was Tolles. Die Firma blüht und gedeiht, sie schafft Arbeitsplätze und eine solche Wirtschaft mit vielen solchen Firmen hat ihr kleines Wirtschaftswunder. Es geht allen gut, alle freuen sich. Langfristig sieht die Sache etwas anders aus. Die dunklen Felder sind die negativen und die gestrichenen sind die, die so ein bisschen fishy und umstritten sind. Wir sehen, dass ein ständiges Wachstum einer Firma dazu führt, zu Negativen führt. Zuerst kann sie Größenvorteile, und so werden wir auch unterrichtet, nutzen, aber dann kommen erhöhte Kosten dazu, Transaktionskosten. Diese Firma verliert an Konkurrenzfähigkeit, sie muss Kosten einschneiden, F&E-Ausgaben zurückdrängen und Personal abbauen. Diese Situation haben viele große Firmen hinter sich. Bekannt wurde das Beispiel von General Motors oder von Nokia. Vor längerer Zeit war IBM auch betroffen. Man nennt das Big Business Disease, Big Company Disease. Und wenn eine Gesellschaft mit diesen Firmen durchsetzt ist, leidet die Konkurrenzfähigkeit einer ganzen Wirtschaft. Da entstehen ökonomische Kosten durch diesen Verlust an Konkurrenzfähigkeit. Es entstehen soziale Kosten durch die erhöhte Arbeitslosigkeit. Und natürlich entstehen ökologische Kosten, weil ja dieses ständige Wachstum und mehr ökologische Probleme schafft. Wir sehen also insgesamt, dass kurzfristig die positiven Wirkungen überwiegen, aber langfristig doch einige negativen zu verzeichnen sind. Um jetzt wieder auf die komplementären Währungen zu kommen, die ohne Zinsnahme im Normalfall funktionieren. Ich kenne eigentlich nur solche, die ohne Zinsnahme funktionieren. Ist hier der Möglichkeitenraum, der sich öffnet, wenn wir Geld als Sozialtechnik betrachten. Wir sehen das Projekt, wir sehen die Zielsetzung und typische Gestaltelemente. Als Vergleichsobjekt ist hier der Euro genannt, die gesetzliche Währung. Zielsetzung war, den Einigungsprozess in Europa voranzutreiben, Wohlstand, breiten Wohlstand zu erzeugen. Es ist ein dreistufiges System. Das ist eine gesetzliche Währung, die von dem System der Notenbanken geschaffen wird, also der EZB plus den nationalen Zentralbanken, plus als dritte Stufe das private Buchgeld, das die Geschäftsbanken schöpfen. Und komplementäre Währungen, CC, Complementary Currencies, wären hier als vierte Stufe, einfach um das Hauptprofil, das wir haben, hier abzugrenzen. Komplementäre Währungen jetzt. Ein historisches Projekt, das sehr weit verbreitet bekannt ist, sind die Arbeitswertscheine von Wörgl. Das war ein Notgeld in der Weltwirtschaftskrise 1932. Es war eine komplementäre Währung.
Ausgegeben wurde diese Währung von einem Verein, einem Wohlfahrtskomitee, also privat. Es war ein zinsfreies Geld. Es wurden Marken geklebt, um die Gebühren abzudecken, zeitabhängige Marken. Und die Gemeinde, das war wichtig, nahm teil und nahm diese Währung zur Steuerzahlung an. Und das Interessante war, dass die Leute die Steuern ganz gerne damit bezahlt haben und die Gemeinde hatte so viele Einnahmen, es wurden sogar Steuern im Voraus bezahlt, was ja ungewöhnlich ist. Und es war Weltwirtschaftskrise. Also die Gemeinde hat in der Zeit Aufschwung genommen. Nach 18 Monaten ist dieses Experiment abgebrochen worden. Als nächstes Beispiel jetzt heutzutage das Regionalgeld. Das dient der regionalen Wirtschaftsförderung. Aber die meisten Initiativen sagen das auch, es soll auch ein Reservegeld sein für den Fall der Fälle. Wir haben da gelernt aus dem Beispiel von Argentinien, wo eine komplementäre Währung, nämlich der Trueque, bei der Argentinien-Krise 1,5 Millionen Haushalten geholfen hat zu überleben. Das ist ja schon mal was. Die sind über das erste Jahr so gekommen. Dann hat dieses System auch Schwächen gezeigt, aber das gehört jetzt nicht hierher, da können wir später sprechen. Jedenfalls daraus konnten wir lernen. Oder auch aus der Asienkrise. In Bali gab es, man hat sich da gefragt, warum die Bevölkerung von der Asienkrise so wenig erschüttert wirkte. In Bali war es so, das ist mir berichtet worden von einem Menschen, der dort war, da gab es eine oder gibt es eine Tempelwährung, eine kultische Währung und die Balinesen haben dann einfach die verwendet. Diese Regionalgelder werden privat ausgegeben, sie sind regional, ist gültig in ihrem Währungsbereich, zinsfrei, es gibt den Mirage. Und was interessant ist, es gibt Versuche mit verschiedenen Deckungsformen und damit wird immer wieder was anderes erreicht. Und wie gesagt, ökologische Währungen, da sind jetzt eben alternative Energieeinheiten und so etwas im Gespräch. Dann gibt es soziale Währungen, das sind die LED-Systeme und das KISS-System, von dem ich schon gesprochen habe, sie dienen der Selbsthilfe. Und die meisten sagen, wir wollen auch eine andere, mehr kooperative Wirtschaft. Wir haben es dicke, immer nur die Ellenbogen auszufahren und Konkurrenz bis zum Es geht nicht mehr zu leben. Ist ein starker Antrieb. Und im Beispiel von KISS auch der Altersvorsorge. Einfach das möglich zu machen. Es sind auch komplementäre Währungen. Sie werden durch wechselseitigen Kredit ausgegeben, sie sind mit Zeiteinheiten, also Lebenszeit, gedeckt, zinsfrei und der Umlauf wird gesichert mit der Mirage. Von den ökologischen Währungen habe ich schon gesprochen, hier sind sie nochmal. Ich selber habe der Stadt Stuttgart, der Wirtschaftsförderin, eine Müllwährung vorgeschlagen. Leider hat sie kein großes Interesse gehabt. Ich habe nämlich vorgeschlagen, dass man Gutscheine ausgibt, um Müll zu trennen. Wir wissen alle, dass die Halogenbirnen sehr giftig sind und die werden in den Restmüll geworfen, aus Bequemlichkeit, aber sie enthalten ja Quecksilber. Und mein Vorschlag war, dass die Stadt Gutscheine ausgibt, die dann eingelöst hätten werden können, beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr oder bei Schwimmbädern oder Ähnlichem. Und es wäre der Stadt Stuttgart, wären vermutlich kaum mehr Kosten entstanden, weil sie hält ja die Kapazitäten voll vor. Man hätte das natürlich nicht unbedingt in den Spitzenzeiten einlösen können, aber trotzdem denke ich, es wäre gegangen. Also gut, sie wollten nicht. Ja, und das letzte Beispiel ist das Projekt des Positive Money. Das haben Sie gehört, es wird demokratisch kontrolliert und hier ist der Ansatz, ein dienendes Geld zu schaffen. Interessant ist, dass es ein vollkommen einstufiges System ist, dass es Guthaben geschöpft ist. Sie merken, es ist ganz anders. Es wird voll gedeckt und die Seigneurage, das heißt der Geldschöpfungsgewinn, wird sozialisiert. Der wird dem Staat zur Verfügung gestellt. Hier in der Region Bayreuth gibt es eigene Erfahrungen mit komplementären Währungen. Sie sehen hier, und das sind Gutscheinwährungen, was die Stadt Bayreuth
1920 und 1923 gemacht hat, einfach in der Notlage, in der großen Inflation, um das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite sehen Sie den Tauberfranken, das ist ein Lettsystem. Es ist eine Mischung zwischen Regionalgeld und Lettsystem. Sie sehen, dass es sind zwei. Der Tauberfranken ist, jetzt habe ich es wieder, ein Regionalgeld, und zwar sogar ein recht erfolgreiches Regionalgeld. Und unten, das ist ein viertes Beispiel, das ist der Tauschring Maingold Bayreuth. Und da sehen Sie, es ist ein reines Buchgeld, da werden diese Buchungsbelege ausgefertigt und das sind sozusagen die Gutscheine, die wert das Geld, das dann gebucht wird und da festgehalten wird. Welches können die Lösungsansätze sein? Ich denke, Sie haben schon sehr viel darüber gehört, ich möchte es nur allgemein sagen. Wir müssen eigentlich das Gleichgewicht wiederherstellen, entweder durch die Beschränkung des Finanzsektors, sei es direkt oder indirekt, da liegen viele Vorschläge vor, oder indem wir erkennen, dass das, was das Leben wirklich lebenswert ist, eigentlich wachsen muss. Und insofern finde ich den Studiengang hier in Bayreuth, die Kombination von Philosophie und Ökonomie, eigentlich sehr vielversprechend. Wir sehen hier, dass die Ökonomen eigentlich nicht diese Schlüsselrolle in unserem Leben einnehmen sollten, sondern dass wir interdisziplinär an diesen Problemen arbeiten sollten. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, auch miteinander. Entscheidend sind aber dabei die gemeinsamen Regeln. Ich habe immer gedacht, das kann man marktlich oder was weiß ich wie regeln. Nein, es geht tatsächlich nur über die gemeinsamen Regeln, über das Festlegen des Wies. Und vielleicht sind ja hier junge Philosophen, Ökonomen, die da die Regeln finden. Wenn es also um die Frage geht, was wollen wir, so ist, denke ich, eindeutig, dass wir Frieden haben wollen. Ich habe neulich gehört, in einem Film gesehen, Let's Make Money, von Finanzanlegern, Großanlegern, die sagen, am besten ist die Zeit für sie, wenn es richtig Blut fließt, wenn es keinen Frieden gibt. Dann ist die Gelegenheit für lukrative Geschäfte gegeben, kann man billig in Aktien einsteigen, also dann, das ist eigentlich das, was für sie wünschenswert ist. Und da war ich reichlich geschockt. Also Frieden. Und was wollen wir noch? Nämlich die Prinzipien von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklicht sehen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das aber ist nur möglich, wenn wir funktionstüchtige Checks und Balances haben, wenn also das System so ausgeglichen ist, der Finanz- und Geldsektor wieder seinen Platz hat, aber eben beschränkten Platz, nicht mehr alles dominiert. Und komplementäre Währungen können bei einem solchen Prozess sehr hilfreich sein. Wenn wir Geld als Sozialtechnik betrachten und wenn wir komplementäre Währungen ganz bewusst in das Kalkül mit einbeziehen, dann können wir etwas gestalten. Dann haben wir es in der Hand, dass die nächste Generation mit glücklichen und frohen Augen vertrauensvoll in die Zukunft gucken kann, dass sie genau wissen, dass sie in ihrer Familie behütet glücklich aufwachsen können, gefördert, dass für sie Bildung und Kultur nach ihren Begabungen zur Verfügung steht, dass sie an dem Reichtum und an der Schönheit der Erde teilnehmen können und dass für sie auch noch gesorgt ist im Falle, sie werden alt oder krank. Meine Damen und Herren, und ich denke, eine solche nächste Generation, die glücklich in die Zukunft gucken kann, das liegt uns allen am Herzen. So, und nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie
obwohl so viele andere Veranstaltungen, wie ich gelernt habe, auch gelockt haben, heute hierher gekommen sind und hier zugehört haben. An, gehen los. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte ein paar Anmerkungen bzw. Fragen. Und zwar, Sie haben ja von den negativen Konsequenzen des großen Geld- und Finanzsektors sozusagen in gesamtwirtschaftlicher Perspektive geredet. Ich habe es akustisch nicht gut verstanden, weil der Nachhall relativ stark ist. Würden Sie es netterweise noch mal sagen? Ich komme näher. Also Sie haben ja davon gesprochen, dass die negativen Konsequenzen des Geld- und Finanzsystems, so wie wir das jetzt haben, hauptsächlich durch die fehlerhafte Funktion des Geldes entstehen. Aber wie können lokal begrenzte, fragmentierte Kleinwährungen mit sehr, sehr begrenztem Impact da irgendwas gegen ausrichten? Danke für Ihre Frage. Ja, das ist wirklich die Frage, aber das muss man erlebt haben. Also im Krisenfall die Notwährung, das ist klar. Diese Währungen treten ja komplementär dazu und geben einfach einen Hinweis, dass viele Menschen da sind, die sich für ein anderes Wirtschaften interessieren. Für mich geht es vor allem darum, um diesen Impuls. Und wenn es tatsächlich gelingt, wie in der Schweiz mit diesem KISS-System, es ist eine Freundin, die da involviert ist, das Problem der Altenpflege auf diesem Wege zu regeln, das wäre doch eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Ich hätte noch eine weitere Frage, und zwar, Sie haben ja davon geredet, dass wir ein Framework von Regeln brauchen, um unser Finanzsystem zu bändigen. So, warum brauchen wir dann andere Währungen, wenn wir einfach nur die richtigen Gesetze machen müssen? Also ich meine, man braucht keine zinsfreie Währung. Man kann auch den Euro zinsfrei machen, wenn man die Regeln entsprechend umgestaltet. Sie haben recht. Völlig recht. Aber ich meine, es geht ja nicht darum, gleich ehrgeizig auf das allergrößte Ziel loszusteuern, sondern vielleicht sich auf das Machbare zu konzentrieren. Und das ist immerhin ein Anfang. Was machbar wäre, was vielleicht wünschenswert wäre, wie wir uns das träumen würden, das ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht ist ja hier jemand, der darüber arbeitet. Ich fände das ganz toll. Dankeschön. Danke. Ja, ich hätte eine Frage zu den Regionalwährungen. Also mir sind ja auch viele Beispiele bekannt, wo das ja eigentlich ganz schön funktioniert und irgendwie zu besseren Ergebnissen führt. Mich interessiert nur, warum das jetzt so ist. Also was eigentlich dahinter steckt. Also weil mir erschließt es nicht ganz, ob ich nur einen Euro bezahle oder an dieser anderen Währung. Erstmal sehe ich da noch nicht so groß den Unterschied, sage ich mal. Und also warum funktionieren die besser als... Ja, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Halogenlampen zum Beispiel. Da könnte man. Gar nichts verstanden, oder? Nein, ich versuche es mal so. Genau, es geht um die Regionalwährung immer noch und ich frage mich eben, warum die eigentlich funktionieren, beziehungsweise warum die zu besseren Ergebnissen kommen als der Euro beispielsweise. Also nehmen wir jetzt mal mit den Halogenlampen, da haben sie ja gesagt, ja, man könnte Gutscheine ausgeben und dann würden die Leute ihre Halogenlampen dann abgeben. Man könnte noch einfach 10 Euro pro Lampe geben, das würde doch meiner Meinung nach zum selben Effekt führen. Also, ja. Auch da haben Sie recht, natürlich. Das hätte natürlich einen ganz tollen Effekt, aber die Gemeinden sind ja außerordentlich kostenscheu. Und mit einer komplementären Währung, mit einer Gutscheinwährung, würden keine zusätzlichen Kosten anfallen. Wir hätten also eine Art Lenkungseffekt, Verhaltensänderung, ohne zusätzliche Kosten. Und das ist das Reizvolle. Es gibt in Brasilien solche Müllwährungen. Das ist nicht mir eingefallen alleine, ich habe das nur hier in Stuttgart umgesetzen wollen.
Aber da gibt es schon solche Beispiele und die funktionieren sehr gut. Natürlich, wenn die Gemeinden Geld, ein Euro, die Landeswährung einsetzen, dann wird der Anreiz sicher noch viel größer. Und mein 10 Euro, klar. Danke für die Frage. Sind sonst noch Fragen? Sind Fragen vor allem, das ist mein, zu diesen Folien noch irgendwelche Fragen, sonst mache ich den Rechner zu. Okay. Sie haben noch eine Frage, bitte. Ja. Keine Kosten, dass also keine Kosten entstehen, jetzt wenn wir so gesehen so eine Müllwährung verwenden würden. Also Sie hatten jetzt gesagt, dass eben bei so einer Müllwährung keine Kosten entstehen. Andererseits würde ich auch sagen, okay, Sie verwenden jetzt irgendwie diese Komplementärwährung. Das heißt, Ihr Beispiel war ja, dass ich zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann. Ja. Da entstehen natürlich dann auch wieder in dem Fall durch die Nutzung Kosten. Ich hatte gesagt, keine zusätzlichen Kosten. Und ich hatte gesagt, dass man es beschränken müsste auf die Zeiten, wo Leerkapazitäten sind. Dann entstehen keine, dann sind ja die Kapazitäten also vorgehalten. Also wenn Kapazitäten da sind, die so gesehen nicht genutzt werden, also dann ist man eine sehr eingeschränkte Verwendbarkeit in der Hinsicht. Ja. Das war mein Vorschlag, um eben die kostenscheue Stadt Stuttgart zu locken. Dass man das natürlich noch anders gestalten könnte, noch sehr viel attraktiver, das ist richtig und da haben Sie völlig recht. Das wäre natürlich dann nicht kostenneutral. Aber wenn Leerkapazitäten einfach genutzt werden können, dann fallen keine zusätzlichen Kosten an. Das war das, was ich sagen wollte. Konnte ich Ihre Frage beantworten? Ja. Dankeschön. Da oben ist noch jemand, der den Finger hebt. Der Herr in der letzten Reihe. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zum Wachstumszwang durch Zinsen. Ja. Und zwar leuchtet mir das noch nicht ganz ein, weil also ich sehe ein, dass die Geldmenge durch Zinsen erhöht werden muss, weil immer mehr Kredite aufgenommen werden müssen als vorher durch die Zinsen. Aber wieso ist das ein Zwang für Unternehmen zu wachsen? Weil sie ja letztendlich, man könnte es ja als Gebühr bezeichnen, wie sie auch Rohstoffe und Arbeitskraft als Kosten haben. Haben sie genauso auch Zinskosten. Und zum anderen würde ich halt sagen, dass wenn keine Zinsen bestehen, ja eher noch ein größerer Wachstum. Wie bitte, das habe ich nicht verstanden. Okay, das Letzte. Wenn keine Zinsen bestehen oder eben sogar negative erhoben werden, Zinsen, dann würde das ja, könnte das ja fast eher zum Wachstumszwang führen, da viel eher Kredite aufgenommen werden und also vielleicht übermäßig viel auch investiert wird. Also was sagen Sie dazu? Ja, Sie haben recht, aber Sie müssten da ökonomisch bitte unterscheiden zwischen der realen Wirtschaft und den Wirkungen dort und der Finanzwirtschaft. Das, was wir jetzt beobachtet haben, diese zusätzliche Geldschöpfung und diese niedrigen Zinsen, das ist ja alles in den Finanzbereich geflossen, da haben Sie recht, da hat sich eine Blase gebildet. Gut, das hat nicht mehr Ressourcen, ökologische Ressourcen, natürliche Ressourcen verbraucht, aber sehr vorteilhaft war es natürlich auch nicht, diese Blasenbildung. Tatsächlich ist es so, dass, und da haben Sie recht, danke für Ihren Hinweis, das hätte ich dazu sagen müssen, das gilt für den realen Bereich. Also diese Wachstumsspirale, von der Hans-Christoph Binswanger spricht, da fließt das zusätzliche Geld weitgehend in die reale Wirtschaft. Und tatsächlich kommt ja ein bisschen was auch immer in der realen Wirtschaft an. Sie wächst ja und sie wächst und wächst. Und auch wenn sie nur mit 1-2% wächst, wächst sie, dann ist einfach diese Kurve flacher, die Beschleunigungsphase länger, aber sie endet doch irgendwann im exponentiellen Bereich. Das ist mathematisch, das ist so. Und dann muss man unterscheiden zwischen der kurzen und langen Frist. Natürlich kann man Zinsen wie Gebühren betrachten, einfach als Kosten. Und das ist die kurzfristige Sicht. Denken Sie an das zweiperiodische Modell der Ökonomen. Periode 1, da wird gespart. Periode 2, da wird das wieder aufgelöst. Und dann wird die Zinsen plus dem
Vermögen, das wird dann verzehrt. Das ist ja nur ein zweiperiodisches Modell. Das heißt, in der kurzen Frist, und das haben wir auch gesehen, da passiert nicht viel, nicht? Da geht das so ganz langsam. Wichtig ist der Blick auf die lange Frist. Wichtig ist, und davon hat es gehandelt, mit 30 beziehungsweise in der Schulden, auf der Schuldenseite von der Bundesrepublik Deutschland waren es über 60 Jahre. Und dann kommen eben erst diese Effekte zustande. Dass das eine empirische Kurve ist, die abgetragen wurde, das sind einfach die Schuldenstände, die können Sie runterladen bei Destatis, beim Statistischen Bundesamt, da gibt es diese Reihen und dann können Sie das grafisch aufbereiten, können diese neuen und dieser Zinskanal, den ich da, oder diesen Wachstumskanal, den ich da deutlich gemacht habe mit den 9 und 10%, das ist einfach eine Orientierung, ein Vergleichskanal, um einfach ein Gefühl zu geben, was da passiert. Aber das wird natürlich, und das haben Sie gesehen, in der langen Frist erst deutlich, wenn das eben sich immer mehr akkumuliert. Und wir Ökonomen, leider Gottes, sind betriebswirtschaftlich zwar geschult, kurz- und langfristig einzelwirtschaftlich zu schauen, das hätte ich noch sagen sollen in meinem Zinswirkungsschema. Die können das, aber gesamtwirtschaftlich haben wir da einen blinden Fleck. Da gibt es entweder zeitlose Modelle, soweit ich es weiß, oder eben, wenn Zinsen genommen werden, diese zwei periodischen Modelle. Und die zeigen eigentlich die Problematik auch nicht, denn Zinsnahme und dann Verbrauch, also wie gesagt, da passiert gar nichts. Da haben Sie völlig recht. Konnte ich Ihre Frage beantworten? Einigermaßen. Wollen wir nachher noch mal drüber sprechen? Okay. Meine Damen und Herren, da ist noch, sind noch drei Herren, die so intensiv sich unterhalten. Haben Sie noch eine Frage? Sie können mich jetzt, haben Sie die Gelegenheit, mich noch zu löchern? Okay. Ah. Das ist eine eher technische Frage. Ich komme wieder ein bisschen näher und schalte hier aus, damit es nicht so zurückkoppelt. Okay. Verstehen Sie mich? Eine eher technische Frage. Und eine eher technische Frage. Denn Sie hatten vorhin gesagt, dass man unterscheiden kann zwischen der Schuldgeldschöpfung und der Guthabengeldschöpfung. Die schuldnerische Geldschöpfung verstehe ich. Das habe ich hier schon oft genug gelernt. Genau, die Guthabengeschöpfte allerdings nicht, denn was emittiert denn der Geldgeber sozusagen in dem Moment? Der emittiert eine Art Gutschein, eine Art Leistungsversprechen. Vielleicht darf ich es Ihnen mit einem historischen Beispiel erklären, dass es klar wird, wenn Sie es erlauben und so geduldig sind. Ein bekanntes Beispiel ist die Jersey und Guernsey, das Jersey und Guernsey Geld. Stellen Sie sich vor, wir leben in den Napoleonischen Kriegen auf den Kanalinseln. Und da ist Kontinentalsperre und Seeblockade und wir, die wir eigentlich immer Handel getrieben haben, merken, es läuft gar nichts mehr. Es bricht die größte Armut aus und das Schlimme ist, dass die öffentlichen Arbeiten nicht mehr ausgeführt werden können, die Deiche verrotten und lassen Sie uns annehmen, wir wissen, es kommt die nächste Sturmflut, kommt gewiss, das wissen wir. Und die Verwaltung sieht das. Was macht die da? Da bemüht sie sich vielleicht um Finanziers. Die Banken haben damals den Inseln kein Geld geliehen. Warum? Kann man nur vermuten. Keine Steueraufkommen, nichts. Vielleicht waren sie schon so stark verschuldet. Also das hat nicht funktioniert. Heute wird häufig vorgeschlagen, dass man private Investoren findet. Aber wer würde denn in einen Deich investieren? Welche Rendite wirft das ab? Es ist wirklich ein Kamen, so ein Deich. Was hat diese Verwaltung getan? Sie hat einfach Scheine gedruckt. Geldscheine, hat die ausgegeben und hat gesagt, sie nimmt es für Steuerzahlungen wieder an und hat damit, ähnlich wie in Wörgl,
sozusagen der Vorläufer von Wörgl, die Deichbauarbeiten bezahlt. Und nach 1,5 Jahren waren die Deiche picobello in Ordnung. Es war also etwas Tolles, was dieses Geld gemacht hat, aber das ist nicht alles. Weil die Leute ja wussten, es wird zur Steuertilgung angenommen, hat sich ein Geldkreislauf gebildet. Und das, was zum Erliegen kam, nämlich gekommen war, dieses wirtschaftliche Leben, ist wieder langsam ein bisschen aufgeblüht. Diese Kanalinseln waren diesem Geld sehr dankbar und haben ganz stark noch dran gehangen. Das hat sich erst mit der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert dann verloren. Dann hat es wieder anderes Geld gegeben. Es gab, als es wieder aufwärts gegangen war, sind die Banken wieder gekommen und wollten Geld leihen, aber dann haben die gesagt, nein, wir machen das auf unsere Methode. Also das ist ein Beispiel, ein historisches Beispiel, was ein Guthaben geschöpftes Geld. Einfach, ich verspreche etwas, ich gehe sozusagen ins Obligo und der andere kriegt ein Guthaben. Das ist die Technik, was das erreichen kann. Ich finde das eindrucksvoll. Und wenn Sie, das haben Sie aber auch in der Lehre gelernt, Fiat-Geld, wie das geschöpft wird, die Bundesbank schöpft es einfach so. Und man hat es jetzt gesehen, auch beim Federal Reserve System, wie die einfach schöpfen, so viel sie wollen. Es ist nicht knapp. Sie machen das nach ihren Regeln oder wie sie gebunden sind, das ist schon richtig, aber sie können das machen. Das Interessante ist, es ist kein rein Guthaben, also kein reines Geld auf dieser Seite, weil sie verleihen es dann teilweise weiter gegen Zinsen. An die Banken geben sie es weiter. Aber wenn sie andere Währungen kaufen, dann natürlich nicht. Dann drucken sie hier und da kaufen sie dann die anderen Währungen oder Rohstoffe oder was auch immer. Nicht? Also ein Element des guthabengeschöpften Geldes finden Sie da auch. Aber ich habe Jahre gebraucht, habe das nie verstanden während meines ganzen Studiums. Ich konnte es nie begreifen, war beim Geldmuseum in Frankfurt, der Bundesbank, und habe da versucht, das zu lernen, bis irgendwann mal der Groschen fiel. Aber die meisten Leute sagen mir, liebe Frau Hubert, Sie spinnen, das haben wir noch nie gehört, das gibt es nicht. Also ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie das anzweifeln. Ich fände es aber toll, wenn Sie in der einen oder anderen Weise das entweder dagegen, wie Popper das vorschlägt, einfach falsifizieren oder verifizieren. Dankeschön. Frage weitestgehend beantwortet. Ja. Aber ist es in dem Fall nicht dann so, dass der Emittent einfach einen Kredit quasi bei den Leuten, denen er den Gutschein ausgibt, ja, aufnimmt? Ja, das habe ich ja gesagt. Er ist in, okay, der Schuldnerposition. Genau. Ja, aber dann können wir das doch vom Gedanken her auch mit der anderen Richtung modellieren. Indem dann... Nein, also das ist nicht so. Entscheidend ist, ich habe das auch gedacht, das hat lange gedauert, bis ich es begriffen habe, es kommt darauf an, welche Position der Emittent hat. Nicht irgendeiner in der Kette oder der danach, sondern der Emittent selber. Verspricht er eine Leistung, später mal, dann ist er ein Schuldner, leistet nicht. Oder leiht er Geld aus und ist dann Gläubiger. Und das ist einfach, was diametral unterschiedlich ist. Das werden Sie mir zugeben. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist schwer, das zu verstehen. Und wenn Sie mir nachweisen, dass es falsch ist, dann probieren wir das mal. Aber wenn vielleicht nächste Woche haben Sie ja eine Diskussion, da ist, glaube ich, auch jemand dabei, der das Positive Money vertritt. Vielleicht fragen Sie da. Denk mal drüber nach. Ja, bitte. Danke für Ihre Frage. Ja, eine technische Frage noch, die zweite oder die dritte, je nachdem. Und zwar haben Sie von zeitabhängigen Nutzungsgebühren bei Regiogeldsystemen, ja, gesprochen. Zeitabhängige Nutzungsgebühren bei Regiogeldsystemen. Ich frage mich, wie das technisch aussieht, ganz banal und ganz uninformiert. Ist es irgendwie eine Inflation, sodass ich dann bei dem regionalen Unternehmen mehr von diesen Scheinen abgeben muss nach einer Zeit? Da steht dann das Datum drauf und wenn die sehen, 2 Monate sind vergangen,
Muss ich mehr davon abgeben oder wie kann man sich das vorstellen? Danke. Ja, also gibt es grundsätzlich zwei Techniken, die überkommen sind. Die eine geht auf Nikolaus Johansen zurück und die andere auf Silvio Gesell. Die eine Methode ist das sogenannte Tabellengeld. Das steht hinten drauf, ist diese Geldschein ist am Tag X eine Geldeinheit wert, am Tag X plus 2 nur noch 0,99 wert oder so. Da steht das hinten drauf, kann man es ablesen. Das ist die eine Umsetzung, Tabellengeld. Und die andere Technik, die jetzt bei Regionalgeldern meistens angewendet ist, da kauft man einfach Marken. Das sind wie Briefmarken, wie Gebührenmarken. Und die, da steht hinten, sind da Felder. Ich habe jetzt keinen mitgebracht, hätte ich machen sollen, so ein Beispiel vom Chiemgau. Aber Sie können es im Internet recherchieren, das sind die abgebildet. Auch beim Regiogeldverband sind diese Scheine alle abgebildet. Und da ist hinten, sind da Felder und da steht einfach drauf, hier ist eine Gebührenmarke zu kleben am 1.1. oder am 1.3. oder meistens quartalsweise, aber die Initiativen regeln das unterschiedlich und auch die Höhe ist unterschiedlich. Wichtig ist nur, dass eine Gebühr erhoben wird und diese Marke geklebt wird. Und mit dieser Gebührenmarke ist dann, im Chiemgau sagen Sie so nett, der Schein wieder aufgefrischt. Dann funktioniert er weiter. Konnte ich das klären? Und es gibt noch, vielleicht darf ich das sagen, moderne dritte Techniken, die gehen über Computer. Also sobald Buchgeld damit verbunden ist, das ist ja ganz einfach, einen Computer so zu programmieren. Da gibt es auch allerlei Vorschläge. Danke für Ihre Frage. Jetzt habe ich Sie erschlagen. Manche lächeln leise, manche machen die Augen zu. Das ist interessant. Es ist von aus dieser Warte ist es interessant. Gut, ich habe den Eindruck, es ist alles geklärt oder es arbeitet noch und kann nächste Woche geklärt werden. Also, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken. Und euch zur nächsten Woche zur Podiumsdiskussion einladen. Die findet 18 Uhr statt, ST diesmal. Und zwar nicht hier, sondern im H18. Einfach, weil es da schöner ist zu diskutieren. Einladungen gehen nochmal rum. Und dann freue ich mich, dass wir so eine Ringvorlesung hier veranstaltet haben. Und wir sehen uns nächste Woche. Und ich verabschiede mich und bedanke mich bei Ihnen noch einmal. Auf Wiedersehen.